Im Zuge der großen kommunalen Neuordnung in Nordrhein-Westfalen kam es 1969 in der südlichen Spitze des Rhein-Erft-Kreises durch den Zusammenschluss mehrerer Orte zur Gründung einer neuen Stadt. Da keiner der Orte den Rang eines Hauptortes beanspruchen konnte, wurde der Name nach dem größten Fluss im neuen Stadtgebiet, der Erft, gewählt. Damit war die Stadt Erftstadt aus der Taufe gehoben. Mein Name ist Erika Simons. Ich bin Kreistagsabgeordnete des Rhein-Erft-Kreises und gehöre der CDU-Fraktion an. Zu meinem Wahlkreis gehören die südlichen Stadtteile Erftstadt mit Bliesheim, Friesheim, Erb, Niederberg, Bor und Scheuren sowie westlich Herrich. 1970 bin ich nach Erftstadt gezogen und 1984 durch Heirat nach Friesheim, und hier in Friesheim habe ich meine Heimat gefunden. Die Stadtverwaltung von Erftstadt befindet sich überwiegend im Stadtteil Liebla, zum Teil auch in Lechenich. Mit diesen beiden Stadtteilen bietet Erftstadt einen charmanten Kleinstadtcharakter. Und die kleineren Ortsteile um diese beiden Zentren haben einen liebenswerten ländlichen Charme und jeder Ort hat seine Besonderheit. Burgen, Schlösser und Herrenhäuser prägen das Stadtbild. Die Erftstädter im Allgemeinen leben sehr ortsverbunden. Viele Bürgerinnen und Bürger engagieren sich ehrenamtlich. Sie kümmern sich um den Erhalt des Brauchtums und die Pflege der Gemeinschaft in ihren Dörfern, um ihrer Heimat eine Zukunft zu geben. Erftstadt liegt direkt im 880 Quadratkilometer großen Naturpark Rheinland, dessen viele große und kleine Seen in der Wille ihre Entstehung dem Braunkohleabbau im Rheinischen Braunkohlerevier verdanken. 1920 wurde mit der Aufforstung von Buchen, Kiefern, Roteichen und Lärchen die Rekultivierung begonnen. Von den etwa 40 Seen gehören der Köttinger See, der Concordia See und der Liblarer See mit etwa 54 Hektar, eine der größten Seen, zur Erftstadt. Durch Erftstadt und seine Stadtteile führt eine Reihe von touristisch erschlossenen Routen, die untereinander verbunden sind und zu Kurz- und Rundtouren innerhalb Erftstadts genutzt werden können. Die Wasserbogenroute der Rheinischen Bucht zum Beispiel berührt 6 Wasserburgen im Stadtgebiet: Schloss Gracht, Haus Buschfeld, Burg Blessem, die Landesburg Lechenich, Burg Konradsheim und das Schloss Gümnich. Bedürfnisse der Menschen nach guter Infrastruktur und Mobilität sind wichtige Anliegen. Der öffentliche Personennahverkehr wurde in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert und immer wieder den Bedürfnissen angepasst. Eine kontinuierliche Fortentwicklung des ÖPNV steht im Fokus, ebenso der Ausbau des Straßen- und Radwegenetzes.